Der André, der verkauft hier einen halben Meter lange Bratwürste und? Im leckeren, warmen Baguette. Im leckeren, warmen Baguette. Wie läuft's? Sehr gut. Hinten schauen Sie mal, wird alles frisch aufgebacken. Die Kunden sind sehr zufrieden, ja, und freuen sich immer wieder, jedes Jahr hier essen zu dürfen. Wie viele Bratwürste isst du so am Tag im Durchschnitt? Ich habe jetzt aufgehört zu zählen, sonst... Ernsthaft? Sag mal eine Zahl. Ja, abends esse ich mal gerne eine nach Feierabend und ja. Aber schon jeden Tag? Ja, ich tendiere eher zur Krakauer, aber das passt schon. Du musst dich nicht schämen dafür, das ist völlig in Ordnung. Was sind denn so Geschichten, die du in diesem Jahr hier schon so erlebt hast? Also ich muss wirklich sagen, das schönste Erlebnis war hier ein Rollstuhlfahrerkind, was hier vorbeigekommen ist mit den Betreuern und das war auf der Eislaufbahn und das muss ich sagen, das war sehr berührend, weil das so viel Spaß hatte und das war wirklich, sage ich mal, so der Moment, da denkt man immer auch schön, dass man gesund ist, aber das hatte so viel Spaß auf der Eislaufbahn und das war für mich so der schönste Moment im Augenblick so auf dem Weihnachtsmarkt, ja. So eine richtige Weihnachtsgeschichte. Ja, es wirklich. War sehr, also das Kind hatte so viel Freude im Gesicht und ich denke mal, ja. Was machst du denn dann jetzt, wenn Weihnachten ist? Also ich bin froh, wenn ich dann auf der Couch sitze und meine Ruhe dann erstmal habe, ja. Aber dann isst du auch ein bisschen Obst und Gemüse, oder? Ich versuche es. So, ich bin jetzt gerade mal eine Stunde hier und ich muss ehrlich sagen, das Gedudel hier fängt jetzt schon langsam an, mich zu nerven. Wie ist das, wenn man das den ganzen Tag hört? Hier George Michael in Dauerschleife, Last Christmas, wie ist es? Also ehrlich gesagt, zwischendurch achtet man da gar nicht mehr so drauf. Man nimmt da teils zwar wahr im Hintergrund, aber man achtet nicht drauf. Aber wenn die Leute einen da wieder drauf ansprechen, dann Mist. Ist das wieder so ein bisschen, ja, ich sag mal so, manchmal ist es ein bisschen grenzwertig mit der Zeit, ja. Neben mir steht jetzt der Chef des Weihnachtsdorfes, höchstpersönlich Bruno Dresen. Die wichtigste Frage zuerst, wenn man hier den ganzen Tag mit Glühwein und diesen ganzen Dingen zu tun hat, trinkt man selber auch viel oder hat man dann gar keinen Bock mehr drauf? Ich trinke grundsätzlich keinen Glühwein. Hört sich jetzt komisch an, aber da ich ja mal so 12, 13, 14 Stunden am Tag hier bin, funktioniert das also nur mit klarem Kopf. Ich würde gerade sagen, funktionierst du mit klaren Dingen, also müssen härtere Sachen her? Nein, überhaupt nicht. Also hier gibt es überhaupt ein No-Go mit Alkohol, das funktioniert nicht. Wie hält man das denn eigentlich aus, so viele Stunden hier zu stehen? Hast du da irgendwelche Tricks, Tipps, wie du das so aushältst, um fit und gut drauf zu bleiben hier? Ich schlafe jede Nacht 4 Stunden. 4 Stunden jede Nacht? Ja, ich bin ja nie, wir sind ja nie vor 1 Uhr nachts zu Hause, bis mal alles fertig aufgeräumt ist, geputzt ist abends hier. Da muss ja die Bestellung für den nächsten Morgen getätigt werden. Ja, und dann geht es jetzt schnell halb, sagen wir mal einfach 1 Uhr, halb 2 und 20 vor 7 klingelt der Wecker wieder. Das ist aber ungesund. Ja, aber was ist gesund, was ist ungesund? Ich fühle mich da wohl und das macht Spaß und ja, ich bin es halt auch gewohnt. Ich bin ja heute ein bisschen auf der Suche nach Geschichten. Gibt es irgendwelche Geschichten, die du dieses Jahr hier schon erlebt hast, die dir jetzt besonders schon im Kopf sind? Irgendwas besonders Lustiges oder auch Dramatisches oder Außergewöhnliches? Ja, mit unseren Liebesschlössern, die haben wir ja vorne an der Feuerstelle aufgehangen. Funktioniert nicht? Doch, das funktioniert schon. Weil in der zweiten Woche war ein junger Mann hier, hat gesagt, ob ich mal so einen Bolzenschneider hätte. Er hat sich wieder von seiner Freundin getrennt. Er müsste jetzt ein neues Schloss aufhängen. Oh nein, wie traurig. Und es hängt da jetzt aber noch? Wir haben es einfach hängen lassen. Ja, vielleicht wird es ja auch noch mal was, ja. Ne? Jennifer Dresen, die macht hier die hervorragenden Crepes und noch die 1.050.000 anderen Kalorien, die hier rumliegen. Wie ist denn das, wenn man hier den ganzen Tag steht und wie viele Stunden steht ihr hier? Ja, von morgens um 10 mit Vorbereiten, um 11 Uhr ist offizielle Öffnung, bis abends um 22 Uhr und am Wochenende bis 23 Uhr. So, wie hält man das durch? Das ist Übungssache. Das ist normal. Das ist normal und dann machst du das einfach und du weißt, dass du die Stunden vor dir hast und dann packst du das einfach. Das ist dann einfach so. Da musst du durch. Abbrechen zwischendurch geht nicht. Aber gibt es ja manchmal so Momente dann, wo man denkt, so, boah, ich kann nicht mehr, ich will jetzt irgendwie nach Hause und mal schlafen oder so? Man hat dann abends schon mal so einen Moment, dass man sagt, so, jetzt ist Schluss, jetzt willst du keinen mehr sehen. Aber das ist dann einfach nur, weil du sagst, oder weil man weiß, gleich ist Feierabend. Und dann kommt dieser Moment, aber ansonsten nicht. Hast du denn irgendwelche besonderen Tipps oder Geheimrezepte, wie du das so durchhältst, was du immer so machst, damit du auch immer gut drauf und fit hier stehst? Einfach immer lächeln. Immer lächeln. Egal was kommt, immer lächeln und nicht die Nerven verlieren vor allen Dingen. Letzte Frage, wie schafft man es denn bitte, so einen Körper zu behalten, wenn man hier steht? Wenn man das den ganzen Tag unter der Nase hat, will man das nicht mehr sehen. Schwer nachzuvollziehen, aber es soll wohl so sein.
So, hier auf dem Karussell haben die Kinder Spaß und der Mann hinter der Kasse hat auch Spaß? Ja, sicher, immer. Ist das denn so, dass die Jungs hier wirklich alle aufs Feuerwehrauto wollen? Also viele aufs Feuerwehrauto. Der Hubschrauber ist aber auch sehr beliebt, so wie die Mickey-Figuren für die Mädchen natürlich. Was hast du denn bisher schon so für Geschichten hier erlebt in diesem Jahr? Was gab es irgendwelche besonderen Vorkommnisse? Also Vorkommnisse nicht nur, so später der Abend ist, so mehr Erwachsene wollen bei uns fahren, aber das Kindergarten ist nur für Kinder. Dürfen die Erwachsenen auch? Nein, nur in Begleitung. Die Erwachsenen dürfen nur in Begleitung? Ja, in Begleitung dürfen sie ihre Kinder begleiten, stehend. Ah, okay. Ja gut, dann fährt man selber auch nochmal mit hier? Ja, wenn mein Enkelkind da ist, fahre ich natürlich mit. Unsere drei Enkelkinder, wo wir sehr stolz drauf sind, 1 Jahr, 3 Jahre und 7 Jahre, fahren wir natürlich mit und begleiten wir auch noch, obwohl die schon fast alleine fahren. Ich merke hier schon auf dem Boden, man sieht es jetzt nicht, hier ist sehr viel Fett in der Luft, denn hier gibt es Frittiertes. Wie ist das, die ganze Zeit in diesem Fett zu stehen? Ja, ist eigentlich recht angenehm. Wir machen unseren Job eigentlich recht gerne und das gehört halt dazu. Wie ist das denn, hier so zu stehen? Also was gefällt dir hier an deinem Job? Der Umgang mit den Kunden. Ja, das macht einfach Spaß. Also. Was sind denn so Geschichten, die ihr hier so erlebt? Ihr kommt ja wahrscheinlich viel mit, verschiedenste Leute. Fällt dir irgendwas Besonderes ein, was du jetzt so in diesem Jahr hier schon erlebt hast? Wir sind gespannt. Ach, da gibt es so einige Geschichten. Also da sind so ganz verschiedene Leute dazwischen. Der eine möchte einen Reibekuchen haben, ganz heiß und eingepackt und alles, weil er sich den abends auf Butterbrot macht, kalt. Hat man eigentlich noch Bock auf Weihnachten, wenn man hier die ganze Zeit, dann den ganzen Dezember, November über war? Ja, selbstverständlich. Natürlich. Nein, eigentlich nicht. Ein Highlight auch in diesem Jahr, die Eisbahn. Gehen eigentlich mehr Erwachsene oder mehr Kinder hier drauf? Das ist eigentlich gemischt. Das kommt aber abends mehr Erwachsene drauf. Über Tag, wie man ja jetzt sieht, sind fast nur Kinder drauf. Hat man eigentlich auch selber Lust, hier so zu laufen? Oder? Nee, absolut nicht mehr. Wenn ich einmal auf meine alten Knochen falle, das sieht ganz, ganz blöd aus. Könnte doch lustig aussehen. Ja, könnte schon, aber das ist dann schmerzhaft. Das wollen wir nicht. Ist das so, man erlebt ja hier auch eine Menge, ne? Wenn man hier den ganzen Tag so steht und viele verschiedene Menschen trifft. Was sind denn so Geschichten, die Sie jetzt hier so erlebt haben schon in diesem Jahr, was Ihnen jetzt so besonders schon in Erinnerung geblieben ist? Ja, hier war vor Anfang der Woche war eine Frau hier, die hat sich das hier alles angeguckt, ist extra aus Heinsberg gekommen, hat sich diese Auffahrrampen angeschaut, die wir dieses Jahr gebaut haben, damit eben auch Rollstuhlfahrer diese Eisbahn nutzen können. Die hat mich dann gefragt, ob das wirklich der Fall ist, dass Rollstuhlfahrer erfahren. Da habe ich gesagt, ja selbstverständlich, wir haben vorne Bilder aufgehangen, gucken Sie sich die doch mal an. Und dann kam sie wieder und sagt, das ist ganz toll. Und hat mir dann ganz ergreifend erzählt, ihre Schwester wäre schwer krebskrank. Und das wäre wohl das letzte Weihnachten und sie hätte sich gewünscht, das mal ausprobieren zu können. Und da habe ich gesagt, selbstverständlich, könnte gerne kommen. Und das hat sie dann auch gemacht. Einen Tag später war sie hier, eine kleine Frau auf so einem Elektrorollstuhl, leider Bein amputiert. Und die ist dann hier auf die Eisbahn gefahren und hat mir dann im Nachhinein erzählt, sie wäre immer nur im zweiten Gang mit dem Rollstuhl gefahren, weil sie Angst hatte. Aber auf unserer Eisbahn ist sie im fünften Gang gefahren und die hat sich gefreut, die hat so gestrahlt. Man hat wirklich gesehen, das hat ihr Riesenspaß gemacht. Und als sie dann fertig war und ist hier runtergekommen, hat sie zu mir gesagt, das war ein ganz tolles Erlebnis. Also das war für sie absolut super, ob sie noch mal kommen durfte. Und ich habe gesagt, jeden Tag, wann immer sie möchten, hat sie mir gesagt, sie kommt leider aus Heinsberg. Das wäre ein bisschen weit, aber sie würde versuchen, vor Weihnachten noch mal zu kommen. Und das ist mehr als alles Geld der Welt. Wenn so eine Frau einen anstrahlt und sagt, das war wunderschön. Und dem ist nichts hinzuzufügen, finde ich. Der Alexander, der verkauft hier Mützen, Schals, alles, was schön warm hält. Und das ist auch bitter nötig hier, denn hier ist es doch relativ kalt in dieser Bude. Und wie hält man das aus, den ganzen Tag hier zu stehen in dieser Kälte? Ja, also man bewegt sich immer ein bisschen vor den Laden, hinter den Laden, hier so drin. Und ja, ich sag mal... Schnaps. Nein, Schnaps nicht, aber werf abends vielleicht mal, ne? Ein Glühweinchen zum Feierabend, aber man hat ja auch das Accessoire dafür, sich warm zu kleiden und ja, da geht das. Ist schon. Und was machen Sie sonst so, um wirklich fit zu bleiben, das so durchzustehen? Haben Sie welche Tricks? Also im Sommer in Urlaub fahren, wo es warm ist, ne? Dann hat man im Winter die nötige Ausdauer. Es sind sehr viele ältere Leute, die sich hier Mützen kaufen und so Accessoires und auch junge. Ne? Machen Sie auch mal so die Modeberatung dann hier? Ich versuch's, ja. Aber sag mal, als Mann, ne?
ich sag mal, ich habe ein Vorbild, das ist der Guido aus dem Fernsehen. Der kann es ja auch, ist ja Mann, ne? Also warum nicht? Man wächst an seinen Aufgaben, ne? Ja, genau. Stimmung hier im Weihnachtsdorf. Ich würde sagen, zu einem richtigen Weihnachtsmarkt gehört auch ein Lied. So, ihr dürft jetzt gemeinsam hier ein Weihnachtslied singen. Eins, zwei, drei und... Jetzt sing! In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. In der Weihnachtsbäckerei, in der Weihnachtsbäckerei. Ja, das war der Chor vom Weihnachtsdorf. Wunderschön. Ich würde sagen, ich bleibe einfach direkt jetzt hier und mache mir noch einen richtig schönen Abend hier im Weihnachtsdorf.